Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder reinschaltet hier bei mir auf den Kanal und willkommen zurück zum Projekt LS22 Map Mod Begutachtung. Und ja, wie ihr es natürlich am Titel mal wieder lesen konntet, wir sind auf einer Map unterwegs. Ja. Moment. Also ich muss mal eben das Mikro richtig vor den Rüssel halten. Ich habe den Mikro eben gerade beim Versuch, mir ein Getränk einzuschenken, einen Kopfnuss zu geben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem mag das Mikro mich nicht mehr. Es guckt mich leicht schief an. Stressole oder was, ja? Und ja, wir sind hier auf der Map. Alpental. Ja, ist nicht erst seit gestern rausgekommen. Aber ich habe gedacht, ich mache trotzdem mal ein Video. So einen kleinen Schluck trinken, damit ich euch gleich richtig ordentlich ins Mikro rülpsen kann. Nein, Spaß. Sondern damit ich bei dem ganzen Gequatsche nicht gleich einen trockenen Hals kriege. Ich würde sagen, bevor wir uns die Map anschauen, schauen wir uns mal ganz kurz einmal hier zusammen die PDA an. Das ist ganz nett gemacht mit dem Hintergrundbild hier, so ein Wald, ne? Das ist tatsächlich auch ein echter Wald, ja? Also, wenn es einen Forst-Mod geben würde mit so einer Textur, dann würde ich den ganzen Tag nur im Wald stehen und Bäume fällen. Ja, das ist so. Ich bin kein riesen Fan vom Forst im LS22. Allgemein im Landwirtschaftssimulator. Aber das liegt einfach daran, weil bis heute das mit den Bäumen einfach nicht so wunderbar realistisch funktioniert. Sondern es immer noch die Hälfte durch die Gegend fliegt, wie es einfach selber will, ne? So, also, wir kommen auf der Alpental. Die Map ist frei erfunden, ach, wer jetzt gedacht. Und sitzt alles, was man braucht. Eine gemütliche Runde zum Farmen braucht. Ja. Okay, ich. Tut dir leid, meine Deutsch nichts gut, ne? Ni hao. Ja, okay, so. Die Karte enthält 63 Grundstücke, 60 Felder davon, 11 Wiesen, 2 Waldflächen, ein Kuhhof mit Farmhaus. Endlich mal wieder eine Map, wo es nur ein Hof zum Bespielen gibt. Startfuhrpark, Fahrzeughändler, Bierhändler, eine BGA gibt es. Verschiedene Verkaufsstellen. Produktion Tiere gibt es, Kühe am Hof und eine Schafweide. Precision Farming Ready. Ich wünsche euch viel Spaß. Und der Autor der Map ist alter Mann 78. Glaub mir, du bist noch nicht alt. das ganze Ding hier hat 251 MB. Und ihr müsst 9 Mods herunterladen, damit die Karte funktioniert. Und ich sag euch, wie es ist. Ihr spawnt hier. Hier, das ist euer Spawn, wenn ihr frisch auf die Map kommt. Ne? Einer Bushaltestelle, wo auch morgens der Schulbus hält. Ja. Das ist das Dörfchen. Und hier geht es dann auch schon schick rein. Das übrigens hier mag ich. Ja. Direkt auf der Straße.
gehört zu einem Bild eines Landwirtschaftssimulators mit dazu. Und gerade auch wenn es um solche Feldwege geht, ja, das ist nicht geschottert, sondern das ist ja, das ist eben entstanden, weil wir viel mit dem Schlepper hier lang fahren. Und dann sieht eine Ein- und Ausfahrt eben so auch aus. Im Real Life hasse ich sowas wie die Pest, weil ich Motorradfahrer bin. Und als Motorradfahrer ist das eine vor und nach einer Kurve eigentlich dein sicherer Tod, wenn du nicht pfiffig bist und die Straße im Auge hast. Und gerade wenn es morgens ist und du hast noch so leichte Feuchtigkeit auf den Straßen, das hier ist wie Schmierseife dann. Da hast du keine Chance, da gehst du einfach ab, rutscht in den Gegenverkehr, bist tot. Also im Real Life hasse ich sowas, ist auch jeder Landwirt für verantwortlich, dass das auf der Straße nichts zu suchen hat. Gerade in der Ernte und sonstiges. So, das hier nochmal kurz in Eigensache. Werbung für das nächste Video. Ich will euch die Anhängerkrone vorstellen, die auch die Tage rausgekommen sind. Ganz schöner Mod. So, das ist übrigens der Händler. Und ich finde es gut, dass es mal ein New Holland Händler ist. Ja? Nicht immer nur Pent und Deutz und sondern einfach mal ein New Holland Händler. Ja. Der findet seinen Platz hier auch im kleinen Dörfchen ganz gut. Eine Kirche ist mit dabei. Und die ist ein bisschen. Ah, da muss ich dann wiederum sagen, ich mag, dass du hier dein Fußweg und deinen Radweg gemacht hast. Und auf der anderen Seite, ja, ist es eben nicht. Gut, das ist bei dem einen oder anderen Dorf ist das halt so. Ja, da gibt es das nur auf einer Seite. Ich hätte mir aber gewünscht, wenn du hier die Kirche irgendwie mit eingebunden hättest in das Ganze. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch ganz nett gemacht. Ja, dass da eben die Anzeige ist, sonntags 7.30 Uhr ruft der Muezzin zur Messe. Finde ich cool. Ja, die Straße. Weil so sieht das aus und das auch sehr, sehr klassisch. Ein kleiner Supermarkt in der Nähe vom Dorf Rand. Auch hier die Tankstelle und hier rechts geht es denn weiter und hier ist dann eben so ein bisschen Industrie. Was haben wir hier? Bugendürble. Das ist nicht eine Bugendürble. Oh, ich hätte jetzt beinahe was Falsches gesagt. Ich hätte fast auf eine Schokoladenmanufaktur gedacht, aber Spinnerei, Weberei, Dingsbums. Ist das. Nee, das ist. Das ist nicht ein Originalgebäude. Hier finde ich gut, ne? Goldenfield Grain Mill. Also hier habt ihr die Getreidemühle. Auch sehr, sehr gut hingestellt. Ja, schön hier. Also Felder sind nicht unbedingt die helferfreundlichsten. Das ist aber jetzt nicht unbedingt das Problem. Und wie gesagt, hier unten startet ihr. Dann geht das Ganze weiter. Und hier habt ihr dann tatsächlich auch schon. Ja, das finde ich ganz gut gemacht hier mit dem Spiegel. Ne, damit du, wenn du rausfährst, hier eben auch gucken kannst. Kommt der Verkehr oder nicht? So, dann habt ihr hier euren Hof, ja. Mit einem Pickup. Hier ist das Farmhaus. Hier hinten habt ihr eine Tankstelle. Hier ist ein schöner Unterstand. Ja, eine Halle. Da ist Platz.
Voltor ist Pflicht. Weil sonst kriege ich den da nicht raus. Und hier schön zum Unterstellen. Gerade hier auch so für Frontlader-Geschichten. Das finde ich sehr, sehr geil. Ja. Vor allen Dingen eben, ihr könnt hier reinfahren. In die Halle. Ihr könnt auch euren Anhängerzug hier mal reinstellen. Und hier habt ihr dann eben, ich glaube, Ballenlager, ne? Wird das ein Ballenlager sein? Ich gehe ganz stark von aus. Das Gebäude gefällt mir sehr, sehr gut. Hier hinten raus, das zeigst du mir, wie du mit einem doppelgespannten Anhänger hier rumkommst. Oder ich zeig dir das mal. Das wird so nicht funktionieren. Ein bisschen mehr Platz, ja, hätte ich mir gewünscht. Und dann dementsprechend hier das Gras so platt gefahren. Das wäre cool gewesen. Sind aber nur so Kleinigkeiten. Im gleichen Stil gehalten. Dann hier die kleine Werkstatt. Und dann hier Unterstellmöglichkeiten für eure Fahrzeuge. Das finde ich gut gemacht. Ist aber hier das zu breit. Ja. Das hätte so schmaler halten müssen. So breit ist ein Schlepper nicht, aber das ist nicht so schlimm. Ja, also die Halle finde ich cool. Auch hier außen dann das Silo-Gedöns. Und ich hoffe, das kann man hier drin abkippen. Ja, sehr geil. Schön durchfahren. Genau. Das ist sehr, sehr... Das ist eigentlich... Oh, I like it. Also den Hof mag ich so wie er ist. Hätte ein bisschen mehr dirty sein können, aber das ist alles Geschmackssache. Schöner Kuhhof. Ne? Du kannst drumherum fahren. Sehr, sehr geil. Gut gemacht. Anständiger Hof. Schöner Aufbau. Für mich Daumen nach oben. Ja? Gut. So, dann kommen wir hier ein bisschen weiter. Wir haben hier nur ein bisschen Wald. Dann haben wir hier Zuckermehl, also Zuckerfabrik. Hier haben wir einen großen großes ja, wie früher sagte man immer Reifeisen. Im Süden Deutschlands ist das die BayWa gewesen oder ist es heute teilweise noch BayWa. Mit den großen Kornspeichern, Kornanlagen, Reifeisen, Warengenossenschaften und so weiter. Die haben solche riesen Anlagen, oftmals dann auch mit Bahnanschluss. Und ja, vom Weiten konnte man dann schon erkennen. Ah, hier musst du dein Korn hinbringen, ne? Ich kann mich noch daran erinnern, als 15-jähriger Bengel beim Bauern im alten Dorf mit Golfen. den alten Schlepper, uralt, der qualmte aus jeder Pore, die er hatte. Und zwei alte, ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren. Das waren noch nicht mal 8-Tonner Anhänger. Irgendwie so 6,5, wenn es hochkommt, ja. Dann ein bisschen Korn drauf und ja, dann sagt er hier, Mensch, drüben im Dorfe fährst du hin. Großes, helles Gebäude, sind zwei Kornähren drauf, da musst du hin, die sagen dir schon wieder abkippst. Das war geil, ja, aber es hat Laune gemacht. So, hier ist übrigens die Schafweide, ja. Mitten auf der Wiese ist eine Schafweide. Wer hätte es gedacht? Hier noch so ein bisschen Ausleger. Ich weiß nicht, ob ich das hier so unbedingt feiere. Wobei es gut gemacht ist. So als kleiner See. Ja, doch. Auch das können wir machen, ne? Dann hier so die Häuschen hier. Hier oben gehen die weiter. Hier ist Feldrand. Scheiße, sind die hässlich hier, die Bäume. Heidewitzka.
Aber von Weipen ist grün, ne? Nur näher ranfahren darfst du wieder nicht. Ah, das ist so. Du hast hier runtergesetzt, ne? Hm. Okay. Ah, also auf den Acker werde ich nicht so viel durch die Gegend fahren. Aber das ist auch egal. So, da hast du hier eine BGA hingesetzt. Da kommt man schön hin. Ja, wir fahren hier so die Straße lang. Und setzen hier den Blinker. Müssen ordentlich ausholen hier. Ja, das. Die Einfahrt ist gut. Hier auf der Seite passt. Und einer hat es auch schon. Na, ich wollte gerade sagen. Nein, nein, also das ist gut gemacht. Ne? Toll mit der Stromleitung. Das ist so original, ne? Und dann hast du eben deine Stromleitung und die gehen ins Dorf, ne? Wo fährst du denn die scheiß BGO? Ja, um Strom zu erzeugen. Ganz einfach. Hier, schön, Unterstellmöglichkeit. Kannst du mit dem zweiten Mann als zweiten Betrieb nehmen. Hast eine Werkstatt mit dabei. Guckt euch mal das Schild gespannt an, ne? Zwillingsreifen. Kommen wir im nächsten Video zu. Ja, einmal drumherum fahren. 500 Watt BGA. Finde ich geil. Also, eine 500er BGA ist das. Ja. Das Sägewerk mag ich leiden. Alleine wegen der Krananlage draußen. Wegen der. Das ist keine Krananlage. Mensch. Schildanlage. So. Ne, hier schön. Alles, was dazugehört. Für so ein altes Sägewerk. Muss das so sein. Sehr, sehr geil. Hier schön die Pappeln. Ja. Als Reihe davor gesetzt. Sieht gut aus. Hier gibt es eine Kreuzung. Und das Ganze hier einmal von oben. Hier oben ist Tierhändler und so eine Geschichte. Da hinten drüben, da wollen wir nicht drüber reden. Wenn wir uns die Berge angucken, wissen wir auch, was die Grundkarte ist. Ne? Erlenberg, wie die meisten bergigen Dinger. Und das ist okay so. Ja, also Alpental. Ja, da oben noch so ein paar Häuser. Hier die Felder, das gefällt mir ganz gut. Diese Stückelung an dem Maprand. Das ist dann Speichersimulator. Das ist hier oben die Straße, die hier so rumführt. Und da hast du hier so diese Felder so rangezwirbelt. Da habe ich was gesehen. Ah ja, okay, das ist interessant. Okay. Das ist interessant. Ah ja, schön. So ein verstecktes Feld dahinter. Nice, nice. Das gefällt mir auch sehr gut. Dass man so in Initiativsituationen hat. Die einem beim Befahren der Map eben auch, ja, so entgegenkommen, ne? Wie halt so eine Baustelle, ne? Und dann musst du dich da dementsprechend drauf einstellen. Ja, und das war's. Jetzt kommen wir zum Fazit, bevor es wieder ewig lange dauert. Dann würdest du die Map spielen? Ja, würde ich tatsächlich. Es ist eine kleine, feine Map. Ja, du hast nicht allzu viel beschrieben. Es gibt aber auch nicht allzu viel. Und es läuft sauber. Kann man nichts großartig sagen. Kann man drauf zocken. Hundertprozentig. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr.
mehr Liebe zum Detail noch gewünscht. Ja, also es geht, was Deko und so angeht, natürlich immer noch ein bisschen Ticken und Zacken mehr. Und aber ich finde deine Feldwege gut gemacht. Das passt schon alles. Ja. Und unterm Strich, wie gesagt, ich als Spieler, ja, doch, ich würde drauf zocken. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Alle anderen, die die Karte runtergeladen haben und vielleicht schon drauf spielen, viel Spaß. Und in diesem Sinne, alter Mann 78, Grüße gehen raus. Deine Karte ist bespielbar und mit Sicherheit nicht eine der schlechtesten. Leute, bis dahin. Ciao.